Sonnenaussichtspunkt ist natürlich genial. Und zumindest sehe ich jetzt gleich, dass in dem Bereich von diesem Baum sich wohl keine Fische aufhalten. Also der Baum, dadurch, dass er in der Innenkurve liegt, ist das Wasser hier einfach zu flach. Da halten sich keine Karpfen zwischen dem Holz auf. Das ist schon mal eine Stelle, die ich nicht befischen muss. Einmal ohne Polbrille und einmal entsprechend mit der Polbrille davor gehalten. Hier am Gewässer natürlich absolut, ja, essentiell eine Polbrille, denn ansonsten sieht man nicht wirklich sonderlich viel. Ich bin jetzt nicht am Neckar, wie man unschwer hat erkennen können, sondern an einem kleinen Fluss. Leider ist das Wasser auch wieder sehr klar. Ein bisschen Regen ein, zwei Tage vorher wäre nicht schlecht gewesen. Ich habe jetzt keine Fische gesehen, auch kein gutes Zeichen, aber ich werde jetzt an der Stelle hier mal die ersten zwei Stündchen oder so probieren. Ich muss auf der anderen Seite ablegen, das ist so ein bisschen mehr die Außenkurve, die tiefere Kurve. Oh, blöde Krähen. Ja, mal schauen. Oberhalb gibt es auch noch einiges an Bäumen im Wasser und das sind halt immer die Hotspots hier an dem kleinen Fluss. Die Karpfen sitzen hier richtig im Holz. Schnauze da oben. Ja, den Ast habe ich gar nicht so genau gesehen, der da drüber hängt. So, da der eine Ast wirklich so blöd direkt über der Stelle hängt, wo ich hin will. Ich habe da vorhin mal nur mit dem Blei hingeworfen und es war so, dass ich Rucken in der Schnur hatte. Also ich habe tatsächlich scheinbar bei dem Anwerfen des Platzes einen Fisch berührt. An dem Platz möchte ich natürlich auf jeden Fall wieder hin. Ist aber, wie gesagt, echt scheiße anzuwerfen. Ist eine Schneise, die vielleicht einen Meter breit ist. Okay, getroffen. Zuerst taste ich natürlich den Boden noch ab,
ob da noch irgendwelche Holzstämme weiter rausgehen. Also es hat sich gezeigt, dass hier in der Verlängerung von dem umgestürzten Baum auf jeden Fall noch ein paar Zweige auf dem Grund sind. Das heißt, da würde ich viel zu schnell einen Hänger bekommen. Hier vorne in dem Bereich war es allerdings tatsächlich ganz gut. Da war ein Ast. Aber ansonsten hat sich das gut angefühlt. Ich werde hier noch ein Absenkblei einhängen. Jetzt genieße ich noch die Sonne, denn das war auch ein Umzugsgrund, dass ich aus dem Schatten rauskomme und einfach jetzt noch ein bisschen das schöne Wetter genießen. Das ist im Frühjahr auch so Gold wert. Ganz schön windig hier gerade. So, gerade habe ich relativ viel Aktivität auf dem Platz, wie man sieht. Ach, alter Schwede. Die Döbel schlagen gerade in die Route ein. Ich gehe davon aus, dass es welche waren. Es waren auch welche zu sehen, die gesprungen sind. Wäre halt schön, wenn mal ein Karpfen kommen würde. Na. Jetzt hat sich entweder... Ach, nee, hat sich nicht gehängt. Ach, die Döbel. Na doch. Ja. Jetzt gerade. Nö. An der Enz, so ein kleiner ja, Fluss, Bach, was auch immer. Genau. Jo. Ja, der hängt. Ich muss mal rausholen. Tschüss. Hängt auch nicht. Naja. Hat er sich wohl gerade losgeschüttelt. Leider waren die Karpfen nicht in der Nähe scheinbar. Die Döbel waren es umso mehr. Die sind zigmal in die Route eingeschlagen. Aber ja, ans Land habe ich keinen gebracht. Gesehen hatte ich einmal einen, der ist ausgestiegen. Muss jetzt auch nicht sein, so ist der Kescher jedenfalls noch trocken. War mal eine Abwechslung zum Neckar, zum See. Jetzt habe ich immerhin noch mal ein paar Tage frei. Da werde ich dann auch noch mal Neckar und See wieder angreifen. Mal schauen, ob ich die Kamera mitnehme. Ich muss ja eigentlich mal wieder an den See gehen, damit es Fisch zu sehen gibt. Denn ja,
hier am Fluss, wenn du da nur so ein paar Stunden rausgehst, das ist natürlich nicht das Ideal, aber für mich ist es trotzdem Entspannung. Ihr müsst es euch ja nicht ansehen, zwingt euch ja keiner dazu. Trotzdem Abo dalassen, sonst verpasst ihr das nächste Video ohne Fang. Oder wer weiß, vielleicht geht ja der Neckarkarpfen endlich mal dran. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal.